Und die Leute werden auch langsam zu Minern. Also bei den X-Boot-Zwerge. Und noch ein Zimmer voll mit Miasma. Die Türen sind aber nicht abgeschlossen. Die Leute sind bloß nicht zu Hause. Und ich glaube, die Zwerge hier sind jetzt weg. Ja. Die wurden aber nicht irgendwie beerdigt, oder? Doch, mein General wurde hier beerdigt. Okay. Dann können wir ja in unsere... Wie auch immer, die sie ihn da rausgekriegt haben. Vielleicht im Winter. Naja. Werden wir ja sehen. Aber wir machen hier schon mal ordentlich Fortschritte, was die Bemoosung angeht. Mit der Zeit wird das hier alles voll mit diesem Sporenzeug sein. Und da werden hier schön viele Pilze wachsen, hoffe ich mal. Und schön groß werden, dass wir sie abholzen können. Und hier wird auch langsam was. Deswegen gucke ich mal, wo die Mitte ist. Also hier, hier ist die Mitte. Gehe mal so weit wie möglich hoch. Und grab von hier und hier aus erstmal Gänge. So. 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 So, und jetzt mache ich von hier aus einen Sprung. So. Immer zwei Sprünge. Hier, so, zwei Sprünge, hier, so. Und das auf der anderen Seite auch. Also erstmal ein Sprung. So, zwei Sprünge. So, zwei Sprünge. So, zwei Sprünge. So, zwei Sprünge. So. Gut. Das sollen jetzt die ersten Bergwerksstollen sein. Und irgendwo habe ich mich da unten vertan, hä? Designation. Dum, dum, dum. Ja. Ja. So, habe ich mich hier auch vertan? Ja. Das heißt hier und hier. Gut. Jetzt können die da in diese Richtungen minern und wenn wir irgendwo Erze finden, dann fangen wir an, dort auszuhöhlen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht aus Versehen in Richtung vor den Treppen graben. Gut. Und wir haben Blue Guarded entdeckt. Needs Masonry. Ja, jetzt wird er endlich auch mal gebaut. Und jemand kommt, um Wasser zu füllen. Oder um die Pond Turtle abzuholen. Er die Pond Turtle abholen. Oh, und unser Cavefish ist weg. Also, wir können auf jeden Fall Pond Turtle aus diesen Gewässern holen. Sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir... dass ich ihm nach dem nächsten, in der nächsten Pause dann mal im Therapist noch zwei Fischerzwerge einstelle. Wo willst du mit der Käfigfalle hin? Was haben wir denn gefangen? Was zur Hölle haben wir da gefangen? Einen nackten Maulwurfshund. Yay. Animals. Batschert die mal bitte.
Ja, ich muss dran denken, dass ich irgendwann noch einen Raum hier unten für meine Käfige aufstelle. Ach du Schande, und wir haben uns in die Höhlen gegraben. Das ist nicht so schön. Und wir wurden von einem Troll suche. Wo zur Hölle ist der? Kommt der Troll her? Athos. Zoom Creature. Da ist ein Troll. Warum ist der tot? Der eine. Reports. Sparring. Troll ist fighting. Mason. Was hat der Mason getrieben? Wohin bewegt sich der Troll? Der scheint jetzt abzuhauen. Ja, er hat einen unserer Masons getötet und jetzt verpisst er sich. Wo hat er den Mason getötet? View Report. Zoom to Location. Ja, hier an unserem Eingang. Was zur Hölle? Ist der von unten gekommen, vom Untergrund aus gekommen? Das kann natürlich gut sein. Ich würde mal sagen, wir ziehen das Ding mal hier hoch. So. Toll, wir hatten einen Troll, der hier ordentlich gemetzelt hat. Das finde ich nicht so toll. Und einen meiner besten Masons wahrscheinlich auch noch getötet hat. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Was machst du da oben? Du fischst. Fischt. Okay. Fischen ist gut. Miasma ist weniger schön. Troll noch da? Nein, aber nur. Raven. Wo sind diese nackten Maulwurfshunde? Ah, die sind hier unterwegs. Okay. Gut, jetzt aber wieder zurück zu so einem anderen Problem. Nämlich, dass ich hier die Kavernen reingegraben habe. Designation. Remove Designation. Das hier alles weg. Building. Mauer. Schist, was auch immer Schist ist, brauchen wir nicht. Obwohl, bau einfach eine Schist. Warte, ist das hier Schist? Schist, ja. Und Granit. Ach, aus diesen. Achso, das sind Schist-Walls hier. Was ist Schist? Das wird wahrscheinlich wieder ein anderer, einer von den unkonventionellen Steinen sein, hä? Ja, Schist. Das ist fast dasselbe wie Gneis. Also total wertlos für uns. Oh, aber hier ist eine Ablagerung. Shawl. Shawl. Stone. Haben wir Shawl hier drüben? Das müsste doch hier sein, oder? Nein. Kein Shawl. Ist Shawl hier? Late, oder ist Shawl wieder ein
Also es ist schon mal kein Economic Stone und es scheint ein Erz zu sein. Gut. Okay, die Wand dort scheint schon gebaut worden zu sein. Das heißt, da kommt schon mal keiner mehr hier rein. Ja, was ich gut finde. Wow, die Kavernen gehen verdammt weit hoch. Gehen direkt an unserem Friedhof vorbei. WTF. Unser Fort sieht sehr interessant aus mittlerweile, mit den Kavernen direkt nebenan. Da, wo ich sie eigentlich gar nicht gerne habe, die Kavernen. Und wir kriegen gar kein verdammtes Metall zusammen. Also ja, wir haben jetzt hier einen Haufen Eingeschmolzenes von Importen. Bars-mäßig, einen Haufen Iron Bars. Und auch ein paar Steel Bars und Copper Bars, aber trotzdem. Mal sehen, wir sind jetzt bei Folge. Eine Elfenkarawane ist angekommen. Trader. Goods bitte moven. Und zwar Crafts. Also langsam wird das Fort immer komischer, was wir hier haben. Wir kriegen keine Überfälle, wir finden keine ordentlichen Erze. Wir werden von irgendwelchen Trollen getrollt, die einfach so mal aus dem Nichts auftauchen. Und wir haben einen riesigen Schwamm gefunden. Warte, ist das ein riesiger Schwamm oder habe ich mich gerade verlesen? Nein, eine riesige Kröte ist das. Was kommt jetzt? Wido Lizard? Was? Sind den Elfen jetzt die Tiere abgehauen oder was? Und da habe ich mich verlesen. Bug Rabbit, Doe Rabbit. Das sind wahrscheinlich männliche und weibliche Hasen. Stray Turkey Hen, Kiwi Hen, Barn Owl. Peach Faced Lovebird. Liebesvögelchen. Okay. Also ja, ich hätte gern mal einen Goblin-Trupp oder sowas, ein bisschen Action hier, aber wir sind jetzt schon fast 70 Folgen gut dabei jetzt, oder 65 Folgen. Und wir sind eigentlich ziemlich safe hier drin. Wir handeln gut, wir sind haben gut Ressourcen. Wir kommen sogar mit den Höhlen einigermaßen klar. So, wenn die Höhle in der Richtung ist, versuche ich mich mal in die Richtung weiter vorzuwagen. So, einfach mal bis zum Kartenrand. So. Da war das hier etwas zu kurz. So. Und so. So. Und die Elfen tun ihre Sachen entladen. Und ein Zwerg schießt mal. Übt mal wieder schießen. Sehr schön. Und wir haben wieder einen Mutzwerg. Wieder mal einen Hauler.
Haula, haula. Was macht hier die Brücke? Die wird langsam.